Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Mit mir, dem Pete. Und wir wollen jetzt, Philippa an den Elfenruinen treffen, um da den Sonnenstein zu bekommen. So. Ja, okay, good job. Das probieren wir gleich nochmal. What? Passiert hier gerade? Ich drück gar nicht, ich drück überhaupt nicht. Ich habe überhaupt nicht mehr Kreis gedrückt. Ich drücke nicht Kreis. Ich drücke nicht Kreis. Oh, hör auf. Hör auf. Was zum Teufel passiert hier gerade? Ich drücke jetzt einmal Kreis. Hör auf damit. Alter, ich raste gleich aus. Okay. Ich drücke mal F5. Das scheint tatsächlich ein Bug zu sein. Können wir direkt den Spaß nochmal laden hier. What the fuck? Was ist das denn jetzt gerade? So einen Bug habe ich ja auch noch nie erlebt. Ich bin Geralt, ich spring die ganze Zeit. Ich habe auch echt nicht mehr Kreis gedrückt und ich habe auch schon auf meine Tastatur geguckt, ob da irgendwas irgendwie auf einer Taste liegt oder so, aber da liegt definitiv nichts auf irgendeiner Taste. Also, es muss, glaube ich, wirklich eiskalten Bug gewesen sein. Holy shit. Ja gut, das passiert immer noch. Ich habe mittlerweile mal, das ist übrigens ein Problem ein bisschen bei The Witcher 3, wenn man da die freien DLCs haben will über den GOG-Launcher, da muss man sich die immer so ein bisschen manuell installieren, sag ich jetzt mal. Und dann hatte ich natürlich vergessen bei den ganzen DLCs, die rausgekommen. Nicht dein Ernst. Okay. Wir haben es irgendwie geschafft. Nein, ich bin schon wieder. Jetzt geh doch mal in dieses hässliche Scheißboot rein. Bitte, jetzt spring nicht wieder die ganze Zeit. Danke. Ja, und auf jeden Fall habe ich das jetzt mal... habe ich diese DLCs mal installiert. Das heißt, es gibt jetzt auch einen alternativen Look für Triss, für Ciri. Und noch ein paar zusätzliche Quests, die wir aber, glaube ich, erst noch annehmen müssen an solchen Questboards. New Game Plus ist noch nicht dabei. New Game Plus soll ja der letzte freie DLC sein. Es wurden ja 16 kostenfreie DLCs versprochen von den Entwicklern für nach dem Launch. Und New Game Plus ist da wohl the last one. Ach, das ist nur Gras. Na gut. Aber das ist noch nicht rausgekommen. Bisher haben wir nur die anderen Sachen. Jetzt wohl auch neue... Naja, die anderen Sachen hatte ich... Viel hatte ich schon installiert. Aber es gibt wohl auch eine neue skellige Armor und so. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Verpisst euch da links. Wir haben jetzt hier gerade echt... Keinen Nerv für euch, Schwachmaten. Ihr sollt vor allen Dingen mein Boot auch nicht zerstören. Ich segel hier gerade übrigens so durch die Gegend, weil ich mir nicht sicher war, welches der beste Weg halt dahin ist, wo wir hin müssen. Wahrscheinlich hätte es einen besseren Weg gegeben. Aber ich wusste es echt nicht. Und ich dachte mir, dass Segeln da vielleicht die klügste Variante wäre. Denn das müsste jetzt hier gleich in der Einbuchtung sein. Und von der anderen Seite wäre es vermutlich schwierig geworden, die Berge zu erklimmen. Deswegen habe ich mir dazu gemacht, so gedacht. An der alten Gruft. Ups. Und da sind wir auch schon. Pilze. Hey Philippa, what just up? Wonderful. I say, oh. Look at this. Let's go. Nice one, Philippa. Gonna grow yourself some new eyes, like Vilgefortz did. I remember the moment I killed him. Cultivation wasn't complete,
They hadn't grown in fully yet. Looked disgusting, but... I take it your mention of that deviant is purely coincidental. Of course. Also heard of this rich blind dwarf from Mahakam. Had them put two sizable rubies in his eye sockets. Couldn't see a damn thing. But word is, it looked pretty tasteful. Wart mal da, Philippa. Wir sehen uns mal kurz um. Sieht ja alles irgendwie strange aus, so als wäre es mit Öl übergossen oder so. Hallo. Ja, das hätte sie... Aua. Lass das. Lass das und gib mir deinen Stuff. Das wird doch jetzt hier nicht einfach nur ein anderer Weg sein, oder? Für den gleichen Weg. Hear that? Vielleicht auch doch. Jetzt bin ich aber zutiefst enttäuscht. Ich habe mit heftigem Loot gerechnet. Hier sind wir hergekommen. Ups. Genau, und hier rechts sind wir entlang gelaufen und wir kommen einfach hier links aus. Wow. Oder ich habe Loot übersehen, das könnte natürlich auch sein. Lass mal weitergehen, Philippa, hier. Hello. Du bist auch nicht mein Teil. Aua. So, komm du mal runter da bitte. Danke. I like it. Wobei ich immer noch nicht so hundertprozentig weiß, wofür ich dann jetzt Fertigkeitenpunkte noch ausgeben soll. Bin echt unsicher. Höchstens noch halt für den, letzten Skill vom schnellen Angriff, weil ich den deutlich häufiger benutze, vor allen Dingen in Höhlen, weil ich in Höhlen keinen starken Angriff benutzen kann, damit ihr was sehen könnt. Wobei, die nehme ich hier aber mal ganz kurz aus. Wer hinterlässt eigentlich noch rote Mutagene, ey? Die lassen blauen Mutagene. Ich brauche rote Mutagene. Ich habe nämlich kein großes rotes Mutagen mehr und habe ein bisschen meine Mutagene umgestellt. Sodass ich jetzt... Moment, ich kann euch das ja mal ganz kurz zeigen. Genau, hier unten links. Sodass ich jetzt... Ich habe die zweite Axi-Phase rausgenommen, weil die fand ich irgendwie... Die benutze ich viel zu selten. Und jetzt hätte ich hier gerne halt noch ein großes rotes Mutagen für 40% Angriffskraft. Aber habe ich nicht, kann ich auch nicht basteln. Ich habe zu wenig Mutagene. Rote Mutagene. Das habe ich, glaube ich, schon genug. So how do we get up the... The stairs. I'll fix them right away. Schneller! Schneller! Hat du fein gemacht. Couldn't help notice the tension between you and Yennefer and Triss. It's very hard on Ciri, I think. Ich glaube, die will Stress, die Olle. I doubt you three realize how it looks. Triss plays the big sister to Ciri, but eagerly awaits a chance to hop in bed with you. You and Yennefer play the parents. Yeah, so if you're angling to make it a fivesome, there's clearly no room. Oh, snappily doodle! Da hat Philippa geschluckt. Was haben wir denn da? I want to kill it! 2, 5 drücken. Wisst ihr, was wichtig ist? Schnelligkeit.
Gwenell, Assassinenhandschuhe und anderer Kram. Oder alternativ. Gucken, was jetzt passiert. Oh fuck! Ah! Ja, war gut. Genauso sollte man das, glaube ich, machen. So, Bro. Giftige Krammspinne. Lust auf einen kleinen Tanz, my friend. Dance to the music. Aua. Lass das mal sein. Oh, brr. Warte, ist Igni nicht stark gegen mich? In der Tat, Igni ist stark gegen dich. Auch nur blaues Muttergehen. Seid ihr denn alles für Penner? Überlegener, absurd, Raffarz des Weisen. Naja. Oh. Und noch ganz viel Bullshit. Das war in The Witcher 2 tatsächlich ein bisschen anders. Da hat man sich jedes Mal über einen neuen Gegenstand richtig gefreut, weil die meisten... Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Vielleicht ist das gerade auch nostalgischer Quatsch. Aber ich meine das in Erinnerung zu haben, dass wenn du in Höhlen mal sowas gefunden hast, dann war das meistens was echt Gutes. Oh. Oh, Philippa, so weit würde ich jetzt aber nicht gehen. Das ist schon ein bisschen hart, meiner Meinung nach. Oh. Hahaha, du kannst gar nichts. Kaboom! Und da bin ich auch schon wieder. Snap! Aua! Okay, ich brauche mal ein bisschen Leben. Ein bisschen mehr. Wow! Viel Damage, leck mir am Arsch. Seriously? Das kann doch nicht sein, dass das einen Schaden hat. Offensichtlich schon. Oh, ich kann dich nicht looten. Damn it. Oh, eine Kiste. Nett, weh. Weißt du, das sind dann alles immer so einzigartige Waffen. Nett, weh, seid. Weißt du? Die haben sogar einen Namen. Ja, das ist jetzt nicht so einzigartig. Aber, naja, es hat alles im Vergleich zu unserer pornösen Bärenschulenausrüstung, ist das halt alles ein Joke. Philippa, wie ist die Lage hier bei dir? Willst du noch ein bisschen Stress machen? Willst du ein bisschen zanken, hä? Ich weiß, du stehst auf mich. Alter, wie dunkel das hier ist. Ich finde das so schön, einen Kommentar in den letzten Folgen. Das ist Absicht, dass das in den Höhlen so dunkel ist, damit der Katzentrank auch einen Sinn hat. Aber der feine Herr Peter ist sich ja zu fein für einen Katzentrank. Ja, tut mir leid, das sieht halt scheiße aus, meiner Meinung nach. Das kann ich euch einfach nicht antun. Okay, hier ist sonst nichts mehr, wa? Dann lieber mit einem Fäckelchen durch die Gegend laufen und nur den schwachen Angriff benutzen. Wow. Das Spiel hat gerade einen Abgang gemacht. Nee, ist doch nicht. So, machen wir direkt mal weiter. What now? It appears I must do everything for you. Boah, diese Philippa ist ganz schön behindert. I'm fresh out of change. Oh, in blood, not coin. The sentry is Fearlan of the Elven legend. Do you literally read nothing? Weißt du, das ist echt die langsamste Zauberin aller Zeiten. Muss da jedes Mal irgendwie ein großes Drama-Ding draus machen, jede Bewegung, die tätigt. There you are. Good job, Philippa, hast du fein gemacht. Ich bin richtig stolz auf dich. Yennefer must have tremendous pull with the Emperor to get him to guarantee the Lodge's safety. What's your take on it? My take? Obviously a leading question. No, Geralt, I'm tired. Let's sit and chat a bit first.
Is foreplay that important to you? You'll get to work with the Emperor. Not excited? No. I mean, yes, of course I am. Thus far, the Lodge has oft banked on weak rulers. It's been one of our biggest mistakes. So you're impressed Emir keeps his mages on a short leash? Yennefer's wise to keep you out of politics. I'm afraid you'd not realize which way the wind was blowing if you pissed straight into it. You ought to talk to Yennefer. Painfully clear there's unfinished business there. Yennefer's always walked her own path. I'm actually touched she decided to take an interest in matters of the Lodge this time. You don't trust her. So once the hunt's defeated, leave. Find asylum elsewhere. I hear Redania's offering. I'd sooner stick my head in a Zugul's spiky orifice. Thanks, but I've other plans. This deal with Emir. It's sorcerer's business. Pick someone else's brain. So she's not told you anything? What about personal plans? Has she mentioned anything? A possible advisory position? Beside a young, promising empress? Stay away from Ciri. She's an adult, Geralt. You keep forgetting. She can decide for herself. So, onward. Ich hasse Philippa. Don't you think it's time you stopped interfering in Ciri's life? No. But you do know we're not a pack of wolves you can just drive away from her with your sword. Sure you are. And yes, I can, if the need arises. Genau das seid ihr Bitches nämlich. Das ist schön, Ciri in Ruhe. Außerdem mischen wir uns gar nicht so krass in Ciris Leben ein. Ich meine, wir haben uns beide gegenseitig gesucht. Wenn sie machen will, was sie will, dann kann sie das ja machen. Raves. Hello, Wraith! Aua! Don't be mad. Ja, gib mir Leben zurück. Ey, was seid ihr alles für Mega-Pussys einfach nur? Naja, komm. Stirb. Wie verschlossen. Wieso ist denn der Shit jetzt verschlossen? Hat einer von euch Raze zufällig einen Schlüssel? Nein, habt ihr nicht. Okay. Das ist faszinierend. Ich frage mich, ob wir noch eine andere Quest hätten für hier unten. Mal sehen, ob wir da irgendwann nochmal hinkommen werden. Let's go, Philippa, du kratziger Biatch. Wait. There's something here. Feel it? Ich fühle dich. My medallion. A ridiculous bauble. Don't make me laugh. Tuning into elven magic is just slightly more difficult than sniffing out a malodorous fiend. Watch this. Arahan Luma! Means the sunstone is here. Don't stand there looking stupid. Try to shift the mirrors. Ach Gott. Ein Spiegelrätsel? CD Projekt Red. Da habe ich jetzt aber mehr erwartet von euch. Ein Spiegelrätsel. Ich glaube, ich habe noch nie in einem Spiel ein Spiegelrätsel gehabt. Ach nee, genau. Es waren alle Spiele, die ein Spiegelrätsel haben. So war das. Yo, Bro! What up? Oh, kann der eigentlich blocken? Oh, ich werde es nie erfahren. Okay, jetzt mal ganz im Ernst. Was muss ich überhaupt mit diesem festlichen Spiegel machen? Was kann ich machen, wenn ich dich bewege? Ja. Das erscheint wenig sinnvoll, wenn ich ehrlich bin.
Was ist denn überhaupt der Plan? Wo wollen wir denn überhaupt hin? Das werden ja wohl kaum alle da oben anstrahlen müssen. Was soll also angestrahlt werden? Ich sehe das da oben eher als die Lichtquelle und nicht als das Ende. Aktuell wird das hier von drei Sachen angestrahlt. Ach, da hinten ist noch ein Wrath. Ah, da ist einer. Daneben, daneben und du bist tot. Jetzt aber ganz im Ernst, wo soll ich denn? Was mache ich? Was passiert, wenn ich hier... Okay, es geht halt rechts und links. Das ist die Möglichkeit. Interessant. Was wollen die dann? Oh, muss da hinten was angespiegelt werden? Hier ist die Tür, die sich öffnen soll. Aber ich sehe nichts, was angespiegelt werden soll. Nun gut, mein Fred. Auf zum dritten Spiegel. Wahrscheinlich müsste man einmal alle bewegen. Oh. Nehme ich doch gerne mit. Weg einmal alle. Ich sehe gerade leider noch nicht das Ziel von den Sachen. Ich habe den da hinten einmal bewegt. Den hinter mir jetzt. Ach, da werde ich nicht hochklettern können, wa? Oh! Aber die Stalagmiten können wir erklimmen. Da hinten hätte man es anstrahlen müssen. Ich dachte, das Ding geht jetzt halt auch wieder woanders hin. Wieder zu dem Spiegel, habe ich gedacht. Ups. At last. Hand it over and let's get out of here. Not so fast. We've a matter to discuss. Let me guess. You got a fly. You're about to tell me why you need the Sunstone so much more than we do. Then you'll change into an owl and whoosh. No idea where you got such a ridiculous notion. Ciri's safety is most important to me now. But I wish to talk to you about the future. My future. Wouldn't worry. Emperor's got plans for you, I'm sure. Stop playing the jester and listen to me carefully. Once we've defeated the Hunt and Ciri is safe, Yennefer's meteoric rise at the Imperial Court will come to an abrupt end. Which is wonderful from my perspective. I'm not interested in reviving the Lodge if I'm not to have the deciding vote. You're telling me this because... If I know even one bit, I expect that once we've defeated the Wild Hunt, you aim to slip out the back door with Ciri. To disappear into the wilds, correct? All very romantic, but perhaps instead of destroying the girl's life, you could take Yennefer with you and go. You want to take Yen's place at Amir's side. And at Ciri's. I think you understand it's inevitable. And I would truly prefer Yennefer to be far away when it happens. Holding her in the Imperial dungeon would be costly. And it would give the wrong impression. Any other words of wisdom, or can we go? You may go. I know you've things to do. Ja, Philippa, das wird mit Sicherheit nicht so passieren, wie du dir das vorstellst. Das kann ich dir jetzt schon mal versprechen. Kleine, miese Bitch.
Ah, servus. Oh, zwei sogar. Give me my power. Gegen dich will ich gerade gar nicht kämpfen. Hässlich. Erbärmlich. Boah, das war ein stylischer Move, Geralt. Richtig hart sexuell. So, wo kommen wir denn jetzt aus? Das wird ja immer noch mal interessant hier tatsächlich. Haha, hier ist eine Truhe! Das ist das Geilste! Ich habe mir gerade ernsthaft gedacht, so. Wieso ist hier links eine Ausbuchtung? Vielleicht soll ich da mal kurz einen Blick drauf werfen. Oder ist da ernsthaft eine Truhe? Mega nice. Okay, ich denke jetzt gerade, dass unter mir auch eine Truhe ist. Ein Blick zurück. Dann kann ich zumindest nicht sehen. Oh, Geralt. Gott sei Dank hast du dich festgehalten. Es wäre übel geworden, wenn nicht. Weg mit dem Schwert. Selber weg mit dem Schwert. Aua, aua. Oh, da gibt's ja noch. Not anymore. Haha! Ich bin ausgewichen. Ach ja, immer diese Geister. Immer müssen sie stören und nerven. Ich hatte schon wieder nach OP gedrückt nach hinten. Die B-Taste ist in dieser Folge nicht mein bester Freund. So, jetzt müssen wir aber sofort raus sein. Mal gucken, ob Avalax nochmal mit uns reden wird wegen unseres kleinen Einbruches in seine Privatsphäre. Jetzt nicht allzu überraschend, ehrlich gesagt. Alter, was ist das für ein ewiger Weg nach draußen? Oh! Ja, dir auch gute Nacht. Ah, ich kann ja nicht. Ja, ist klar, Hitboxes, ey! Manchmal ist das vielleicht gar nicht so unpraktisch, dass man sich als Eule verwandeln kann. Wenn ich mir so angucke, wie viel Gegenwehr uns hier entgegenkommt. Oh. I like it. Okay. Dich habe ich schon gekillt. Zum Teufel bin ich hier? Ey, hier kann ich doch hundertprozentig hoch. Laber doch keinen Bullshit. Kann ich nicht? Kann ich nicht. Wie frech. Oh, wo sind wir denn jetzt hier ausgekommen? Mal ganz kurz hier auf die Map gucken. Nach Rockne ist es schon ein bisschen kürzer. Können wir besser den Weg nehmen. Und dann mit Avalak Schabrechen. Oh, hi. Hey, Jäger. Ja, dann ist Regen natürlich gut für euch. Wusste ich gar nicht, aber er gibt natürlich Sinn. Hep. Oh, ich bin ein Genius. Parcours!
So, auf zum Hafen. Am Hafen ist Avalok? Ich muss mal überlegen. Haben wir da noch das Schiff? Müsste eigentlich. Oh, die Kamera ist mittlerweile so dreckig. Wie man das ausstellen kann. Das ist ja schon echt hart. Oh, warte mal. Habe ich irgendwelche Sachen mitgenommen, die ich hier verticken kann? Komm closer, Stranger. Was hast du denn so? Oh, ich kann tatsächlich Sachen verkaufen. Oh, du hast ja gar kein Geld. Was bist du denn für ein Nasenbär, ey? Hier, nimm die Rüstung. Die hier. Die hier. Nee, dafür hast du schon. Oh, dafür hast du deutlich zu wenig Geld. Hm, die Rüstung ist ganz schön viel wert. Scheuklappen, überlegener Rennsattel, meisterlich gefertigter Sattel. Dafür hast du noch genug Geld übrig. Dafür noch, ja. Mittlerweile schon wieder ganz schön viel Bullshit. So long. So long, my friend. Nein, ich will nichts klauen. Ich wollte nur sprinten. I never doubted you would. Why did you? You might have just about. To hear you reveal all about your experiments with the Elder Blood Gene? Unlikely. I've hidden nothing that could be useful in our struggle against Eric. Looks like rain. The Elder Blood. You're all aware Ciri is exceptional. I am alone only in knowing to what extent. Or maybe you're just obsessed. I'm obsessed. Ja, da geht, weißt du? So beendet Yennefer Gespräch. Oh, wie sieht Tiras eigentlich mittlerweile aus? Interessant. Wo ist Ciri? Da ist Ciri. Lookie, Mr. Fancy Pen. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob ich Ciris Klamotten nicht vorher sogar besser fand, ehrlich gesagt. Aber lag. Yes, Geralt. Margarita any better? I managed to accelerate tissue regeneration. She's feeling much better. In fact, we must bring Eridan here as soon as possible. Otherwise, I'm afraid these sorceresses of yours will start fighting amongst themselves. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Went by your laboratory. I trust you did not make a mess. Didn't mention you were the NL Elves' chief source of knowledge about Ciri's abilities. I didn't mention many things. Fortunately, they're no longer important. Your experiments with the gene, Elder Blood, that's not important. I pursued those studies to protect Ciri. To protect Lara Doran's blood, in whomever's veins it courses. Ran into someone at your lab. Did you know? Mm-hmm. A she-elf. Claimed you hate Ciri. So how's that fit you trying to protect her, whatever the cost? Not at all. You don't really expect me to confess my feelings to you, do you? Once we use the Sunstone, what makes you think Eridan won't figure things out? I doubt he'll think the elves of the White Fleet suddenly longed to see him. We can alter the signal emitted by the Sunstone. Unlikely Eridan will recognize its origin. It's not the only artifact to possess this power. There are others? Great. Now mind telling me why I had to scour Skellige looking for this one? The Sunstone was the easiest to find, believe me. Okay, ich werde dir glauben. From the look of things, pretty soon Ciri won't need your help anymore. Nor yours. True. She'll do whatever she wants, and I'll support her. What about you? Ready to let her live her own life? I shan't force her to do anything, if that's your question. Das war tatsächlich die Frage, also von daher. Charming world UNL have got. Could easily fall in love with the place. Tell me, how do you do it? Sit around playing flute, painting rutting unicorns in gorgeous landscapes, building ornately sculpted towers? And then you murder us, without batting an eye, without a hint of guilt. How? Do you humans feel guilt when you murder Enshe elves? Or dwarves? Or dryads? We are the same.
simply because we both firmly believe others are inferior. Tell me something more about Caranthir. Know him well? Know him? I reared him. Raised, don't you mean? No, Geralt. I began shaping him long before he was born. For centuries, I brought together pairs of elves manifesting certain abilities, those able to manipulate time and space. He is the result of these efforts. Caranthir, a golden child. Golden child who grew up to be a criminal. Das ist dann dumm gelaufen. You imprisoned Ciri the first time you met her. Now you protect her while fighting against your own kind. Quite an about face. First of all, I did not imprison her. She found me. It was her destiny. Yeah, sure. Get to the second of all. Why are you helping her? Because she is a danger. A mortal one. You look at her and see a human. A ward. A daughter, even. I look and see the Elder Blood. A power that can destroy the world. A power that must be kept from Eredin's power-addled hands at all costs. Admittedly, our motives differ. Yet in spite of that, we share a goal. So you would be wise to trust me. Or at least try. Ich werde es versuchen. We found the Sunstone. Gelban's gift to Dillion of the White Flea. As legend has it, she never used the stone, and Gelban died of sorrow. Won't keep Eredin waiting that long. It seems we've everything. We can go. Keep in mind, once we commit, there'll be no returning. Nachher. See you on Undvik. Da war auf jeden Fall. Ich weiß, dass wir nachher noch weitermachen können. Oder? Ja, doch, weiß ich auf jeden Fall. Aber da war definitiv noch was, was ich vorher machen wollte. Nämlich der Turm aus dem Nirgendwo. Das klang viel zu spannend. Hexeraufträge haben wir auch noch einige. Die sind allerdings nicht so ganz. Weiß ich gar nicht, ob sie so spannend sind. Aber dieser Turm aus dem Nirgendwo, den werden wir uns in der nächsten Folge nochmal ganz genau ansehen. Bis dahin danke ich vielmals fürs Zuschauen. Haut rein.